deshalb hoffe ich, dass mal ein bisschen mehr Kritik da auch rüberkommen kann. Von wo seid ihr? Von Ost-Berlin. Welchen Sender? ZDF-Hauptstadtstudio. Naja, wird ja mal Zeit, dass eine vernünftige Berichterstattung erfolgt. Warum sind Sie heute hier? Weil ich das nicht mittragen möchte, was jetzt hier in Deutschland passiert. Ja. Also dafür sind wir 89 hier auf der Straße her. Und ich weiß, mein Vater hat sich 89 hier in der SPD sehr arrangiert. Ja. Und was heute passiert, ich finde das so entsetzlich. Konkret. Ja, erstmal hier diese ganze Impfkampagne, dass da keine vernünftigen Wissenschaftler gehört werden. Ja? Dass ein Drosten vertraut wird, der schon bei der Schweinegrippe versucht hat, das durchzuziehen, was jetzt ein wieder, dass hier die Leute in Panik und Angst versetzt werden. Über 2 Jahre, fast 2 Jahre. Also ich finde es unbegreiflich, dass die Leute ihren Job verlieren. Ist denn der Bundeskanzler, der neue Olaf Scholz, diese Woche gewählt, der sagt, ich bin der Bundeskanzler aller Deutschen? Ist das Ihr Bundeskanzler? Mit Sicherheit nicht. Also die SPD, ja, wofür sich auch mein Vater damals nochmal nach der Wende eingesetzt hat, die ist absolut nicht mehr das, was es mal war. Wenn ich an einen, der war das Brandt und Schmidt denke, das waren noch Politiker, die haben sich für das Volk eingesetzt. Aber was jetzt passiert, ein Herr Lauterbach, als Gesundheitsminister, das ist, finde ich, ist eine Zumutung. Ja. Und also tut mir leid, da kann ich nicht mehr mitgehen. Gibt es denn im aktuellen Bundestag eine Partei, wo Sie sagen, das ist meine repräsentative Vertretung, denen kann ich meine Stimme guten Herzens geben, die stehen für mich? Ja, Ansätze hat die AfD, ja, die sich noch einsetzt. Oder eine Sarah Wagenknecht. Hochachtung vor dieser Frau, ja, was die macht. Aber alles andere sind für mich nur noch nicht. FDP? Nee, um Gottes Willen. Ja, die haben vor der Wahl versprochen, keine Impfpflicht. Und was wird jetzt gleich nach der Wahl gemacht? Eine Impfpflicht. Unverantwortlich, wie die Wähler betrogen werden. Mhm. Ja. Und vielleicht nochmal die Frage, wenn Olaf Scholz sagt, ich bin der Kanzler aller Deutschen, nochmal, wie würden Sie da reagieren drauf? Also für mich ist das nicht. Und ich glaube, für viele andere auch nicht. Ja. Und dass eine rote Linie überschritten ist, diese Äußerung, ist natürlich auch nicht in Ordnung. Ja? Und die Spaltung und die Hetze, wir sind alles normale Bürger hier, die auf der Straße gehen, die das nicht mittragen. Wir sind weder Nazis noch rechts noch Verschwörung. Ja, was als Verschwörung, kurioserweise, was immer als Verschwörung, das bestätigt sich immer mehr, das wird immer mehr, dass sich das bestätigt. Ja? Wir sind Bürger, die noch klar denken können. Sie sind jetzt so Bürger, die einfach ihr Recht auf Demonstration wahrnehmen. Genau so. Wir haben das Grundgesetz und da steht das drin und das machen wir. Wenn manchmal auf einigen Demos dann auch mal Gewalt ausbricht, dafür habe ich kein Verständnis. Aber wenn ich mir auch angucke, ich war auch auf vielen Demos, wie die Polizei mit den Bürgern umgehen, dass sie auf alte Leute raufgehen. Gezielt auf alte Leute oder junge Frauen oder Schwangere. Ich war in Berlin und ich war in Leipzig, habe Bilder gesehen, ich bin entsetzt. Und wenn die Antifa in Berlin demonstriert, da wird nicht rangegangen. Wo die letzten Demos in Berlin waren, ich habe Angst gekriegt. Ich habe Angst gekriegt, dass so hatte 33 auch angefangen. Ja, da habe ich Angst gekriegt, wenn die Schwarzvermummten auf der Straße da rumrennen und keiner macht was dagegen. Dass die wir Friedliche, wir werden angegriffen. Und da, die haben Freiheit auf ihre Demos. Die dürfen demonstrieren und alle. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ich sage es nochmal, wir sind keine Reichsbürger, wir sind keine Nazis. Wir sind Bürger, die hier aufgewacht sind und die das nicht mittragen wollen. Und es ist gerade vielleicht ein Problem, dass es eben keine Partei mehr gibt, wo Sie sagen, die repräsentiert mich im Bundestag? Im Moment sehe ich keine. Im Moment sehe ich keine. Die Basis hat gute Ansätze, man muss sehen, wie die sich entwickelt. Ja? Aber wie gesagt, und ich, ja, im Moment kann ich mich da nicht repräsentiert werden. Ja, also im deutschen Bundestag, im höchsten Parlament, ist keine Partei, die ihre Anliegen wirklich vertritt. Sehe ich im Moment nicht so. Wie gesagt, die AfD versucht ansatzweise, ja, aber die würden Sie nicht wählen wollen? Nö. Ja.
vielleicht die Basis irgendwann, muss man sehen, wie sie sich entwickelt. Ja, aber alles andere, im Moment fühle ich mich da nicht vertreten. Vielen Dank. Ihr Name noch bitte? Conny. Und Nachname? Netter. Netter? Netter, wie nett. Okay, vielen Dank, Conny.